2025 muss die Ampelregierung ihre Renten kürzen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe im Fokus Online am 21. Mai 2024 Folgendes gelesen. 2025, die Ampel muss ihre Renten kürzen oder macht sie das Unausweichliche oder Undenkbare. Meine Damen und Herren, wenn man diesen Beitrag im Fokus Online liest, dann kommt man zum Ergebnis, dass der Fokus Online schon sicher weiß, dass die Ampelregierung ihre Renten, also von 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland, ab 2025 kürzen wird. Weil der Bundeshaushalt ja nun mal problematisch ist. Und nun hat sich ja herausgestellt, dass nächstes Jahr die Steuereinnahmen weniger werden und dann müssen eben die Renten gekürzt werden, meine Damen und Herren. Was ist das für eine unsägliche Diskussion? Ja, also Focus Online bläst voll in das Horn von Herrn Lindner und Co., die ja nichts anderes können, als Sozialleistungen zu kürzen und stellen das dann auch noch so dar, als ob das schon abgemachte Sache sei. Meine Damen und Herren, eine Rentenkürzung in Deutschland ist gesetzlich überhaupt gar nicht möglich. Das wissen wir doch nun mal. Ja, ich habe das als Anwalt und als Rentenberater, ich mache diese berufliche Geschichte, gesetzliche Rente schon seit vielen Jahren und das mit ganz großer Leidenschaft. Eine Rentenkürzung ist in Deutschland nicht möglich. Dazu müsste das entsprechende Gesetz im SGB VI abgeschafft und oder komplett geändert werden. Dazu wird es aber im Bundestag keine Mehrheiten geben, das wissen wir doch alle. Die SPD macht da solche Spielchen nicht mit. Also die sitzen doch schon sozusagen auf der großen Kanonenkugel, wo es abwärts geht. Schlimmer kann es doch für die Sozis nicht werden, wenn die diesen Irrsinn zulassen würden. Also, es wird 2025 keine Rentenkürzung geben. Auch wenn sich das so mancher Neoliberaler hier in Deutschland gerne vorstellt und auch gerne sehen möchte, dass man hier den Rentnerinnen und Rentnern die Kohle wegnimmt. Was ist das eigentlich für ein so auch ökonomischer Irrsinn? Wenn ich Renten kürze, sparen die Leute, geben kein Geld aus. Das heißt also auch Steuereinnahmen und Umsätze von Unternehmerinnen und Unternehmen brechen weg. Das ist genauso dieser Blödsinn, seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich das so sage, dieser Blödsinn mit dieser Diskussion um 15 Euro Mindestlohn. 15 Euro Mindestlohn ist eine sozialpolitisch und auch ökonomisch sinnvolle Geschichte. Es hat noch in den letzten Jahren hat niemand den Beweis angetreten, dass mit einer Erhöhung des Mindestlohnes eine höhere Arbeitslosigkeit eingetreten ist. Nein, vielmehr, die Leute haben mehr Geld verdient und haben mehr konsumiert. So einfach ist das. Also, meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen. Die Renten werden 2025 nicht gekürzt. Es kann natürlich sein, aus rechtlichen Gründen, wenn zum Beispiel die Lohnsteigerungen im Vergleich von 2024 zu 2023 jetzt bei 0% liegen würden, dann würde es keine Rentenerhöhung geben. Aber eine Rentenkürzung wird es definitiv nicht geben. Das ist völliger Blödsinn, was hier in diesem Lande verbreitet wird, auch von den Medien. Leider lässt sich damit wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen und auch die Angstmache und auch die Hetze und dass die Menschen untereinander aufgehetzt werden. Ich finde das eigentlich nur noch ganz, ganz schlimm. Aber Sie haben ja den Rentenberater Knöppel, der Sie darauf hinweist, dass das alles Unfug ist und Sie sich deshalb auch keine Sorgen machen müssen. Eine Rentenkürzung kann es in Deutschland aus rechtlichen Gründen nicht geben. Dazu müssten die Gesetze geändert werden und dazu gibt es keine Mehrheiten. Da würde sich auch die CDU und andere Parteien nicht rantrauen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Hinter mir, Sie sehen es, ist das schöne Mittelmeer. Heute ein bisschen bedeckter Himmel, aber ansonsten super Geschichte. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.